Hallo und herzlich willkommen zur Video-Review zum Dyson Big Ball Kinetic Absolute. Das ist einer der neuesten Modelle aus dem Hause Dyson. Big Ball bezieht sich auf dieses Teil hier, das ist die große Motoreinheit. Und was besonders neu ist daran, ist, der richtet sich jetzt auch selbstständig auf. Das sehen wir etwas später. Das Modell Absolute, hier schon im Einsatz gewesen, man sieht es an diversen Gebrauchsspuren, zeigen sich hauptsächlich dadurch aus, dass wir eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Zubehörteilen mitgeliefert bekommen. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob das sinnvoll ist, eine Parkettbürste zu haben, wenn man nur Teppichböden hat, eher weniger. Beziehungsweise ob man Tuberbürsten braucht, bei Haustieren zum Beispiel, oder eben nicht. Ständig mit dabei bei allen Kinetic Big Ball, Big Ball Modell, nicht absolut, das ist ja dieser hier, ist dieses Zubehörteil, sprich das sind zwei Teile. Man hat hier diese Fugendüse mit einer quasi einfahrbaren Bürste dran. Das ist Teil im Prinzip ist Standard und was man auch immer dabei hat, und man sieht es auch hier, das ist schön mit diesen knallrot markierten Drückern, ist diese kleine Düse, mit der man ganz gut auch zum Beispiel Treppen absaugen kann, wenn es denn notwendig ist. Das ist also Standard. Je nachdem, welches Modell man bei Dyson dann kauft, ändert sich diese Bodendüse, die hier drauf ist. Beim Big Ball Absolute ist da Musclehead drauf. Das ist eine Düse, die hat hier relativ weiche, gummiartige Lippen montiert, um möglichst gut auch feinen Staub aufnehmen zu können. Es gibt dann ein Modell, das eher für Parkett zugeschnitten ist. Da ist dann zum Beispiel diese Parkettbürste da, die wirklich nur diese weichen Borsten hat, um den Parkettboden ja nicht zu beleidigen, wenn man also einen teureren Parkett hat oder plant, den Parkett länger zu benutzen. Was dann absolut dabei ist, zum Beispiel und auch beim Animal Pro beigepackt ist, ist diese Turbobürste. Die ist nicht elektrisch. Frühere Modelle, glaube ich, hatten mal auch einen Stromanschluss im Saugschlauch. Dieses Modell hier nicht. Die hat Carbonfasern abwechselnd mit normalen Borsten und soll so also Feinstaub besonders gut aufnehmen, also auch mikroskopisch feinen Staub eben. Und hat eben diese klassische Turbine hier eingebaut, die ist in diesem Teil drinnen, die dann diese Bürste antreibt. Das ist ganz klassische Bauform, das heißt, wenn man lange Haare aufsaugt, dann können sich die natürlich auch um die Bürste wickeln. Gibt einen Grund, warum ich euch das so sage. Jedenfalls Reinigungsleistung top mit dieser Bürste, auch auf hochflorigen Böden funktioniert das in meinem Fall einwandfrei. Man sieht auch diese Konstruktion mit diesen Rädern hier, man sieht auch, die sind so leicht schräg gestellt, das funktioniert richtig gut, dass egal wie man also am Boden den Staubsauger lenkt, die Bürste richtig flexibel bleibt. Das hat jetzt diese Bürste nicht in dieser Form, die ist aber auch sehr flexibel, wie man sieht. Die hat es genauso gebaut, die Turbobürste auch. Ein weiteres Zubehörteil, das hier bei diesem Staubsauger mitgeliefert wird, beim CYY22, ein Zungenbrecher und wahrscheinlich aus ganz gutem Grund auch auf der Website fast nicht zu finden, ist diese Mini-Turbinenbürste. Und das ist eben eine andere Konstruktion, zwar die läuft so ein bisschen gegenläufig, möchte ich nicht sagen, aber es ist keine Walze eingebaut. Sprich, da kann sich auch tatsächlich nichts um irgendeine Walze wickeln. Man muss diese Bürste also so gut wie gar nicht reinigen. Ist ganz, ganz toll, ist nicht unbedingt für so ein Ledersofa, aber vielleicht zum Beispiel für ein Mikrofasersofa, denn da muss man einfach nichts machen. Die hat hier dann auch so etwas federnd das gebaut, damit das Möbelstück, also wenn man immer so dran dotzt, sie ist weniger flexibel, sprich sie hat diese Flexibilität nur in diese Richtung und nicht zum Drehen. Ist aber natürlich auch wirklich dazu gedacht, Polster abzusaugen, Kissen abzusaugen, Sofas abzusaugen und macht einen ganz, ganz tollen Job. Und ist eben da wirklich über Zahnräder, das sieht man hier oben. Und natürlich am Blog gibt es natürlich auch eine große Fotogalerie inklusive Auspackzeremonie. Ja. Da seht ihr das dann auch, wie das ganz in Nahaufnahme so aussieht. Ist alles weitestgehend wartungsfrei. Das heißt, man muss da so gut wie nichts machen. Man kann natürlich diese Bürste hier aufschrauben mit einer Münze und dann die Bürste rausgeben, wenn sich tatsächlich mal so viele Haare darüber angesammelt hätten. Ansonsten ist da nichts zu machen. Bei diesem Staubsauger gibt es auch keine Filter, die man irgendwo rausnehmen muss. Das ist angeblich laut Dyson ein Feature von diesem Kinetic-Konzept, denn
in dieser Zykloneinheit hier drüber wird ja dieser extrem schnelle Luftstrom gemacht, zusammengebaut, natürlich durch den starken Motor. Das sind so kleine Silikon-Gummi-Thingies, Dinger, die dann eben durch diese Luft wieder durchströmen, zu vibrieren beginnen und sich so kann sich angeblich kein Staub festsetzen. Und durch diese Vielzahl an Zyklonen, die hier rundherum angeordnet sind, wird der Staub so gut getrennt, dass man keinerlei weitere Filter mehr braucht. Jedenfalls ist da wirklich nichts zu machen, man braucht nichts auswaschen, man braucht nichts tauschen. Ich hatte auch ein Video zum Vorgängermodell, zum kleinen Ball, weißen Ball gemacht, und da musste man auch ab und zu immer da Seite vom Motor einen Filter tauschen, musste den auswaschen, musste den trocknen und so weiter. Dann war da drin in der Zykloneinheit ein Filter, den man auch auswaschen und trocknen musste. Das fällt hier alles weg. Das heißt, das Gerät ist wartungsfrei. Wir brauchen da nichts tun. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist eben diese Bürste. Und das ist jetzt ein kleiner Mangel, den ich finde, denn dieser Aufnehmer, um das Saugrohr hier zu befestigen, ist nur am Wasserhead drauf, ist nur auf der Turbinenbürste drauf, aber nicht auf der Parkettbürste. Finde ich irgendwie doof. Warum bauen die das nicht einfach hier rein, so 5 cm weiter oben? Dann könnte ich mit jeder Bürste das Saugrohr hier parken. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auch den Musclehead an. Ist also auch genauso aufgebaut mit diesen etwas schräg gesetzten Abrollern, die jetzt hier, durch das, dass ich diesen Musclehead am meisten benutze, eben auch schon am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es ist alles Kunststoff daran. Man sieht, dieser Musclehead, der kann auch selbstständig sich an den Boden anpassen. Sprich, wenn ich da jetzt einen Parkettboden habe, dann sauge ich damit den Parkett. Und wenn ich auf einen eher kurzflorigen Teppichboden gehe, dann sauge ich damit einfach den Teppichboden. Und wenn ich mir schwer tue, kann ich diesen Schieber hier umlegen. Das sieht man dann hier. Dann gehen da diese Klappen auf oder zu und entsprechend saugt sich die Düse weniger stark am Boden fest. Ich habe schon erwähnt, der Staubsauger ist nur aus Plastik, nur aus Kunststoff. Das Saugrohr ist aus Kunststoff, Konkurrenzprodukte aus zum Beispiel aus Gütersloh, die haben da vielleicht Chromrohre. Ich kann euch aber sagen, nach mittlerweile 20 Jahren, die ich Dyson im Einsatz habe, da ging noch nie was kaputt. Und ein einziges Mal, dass ein kleines so ein Teil kaputt ging, haben die einfach gratis einen Ersatz geschickt. Und das 5 Jahre, nach 5 Jahren Betrieb, also weit nach der Garantie. Was man dann hier noch sieht, hier ist so ein Hebel, da kann man etwas Saugkraft wegnehmen. Allerdings, der kennt nur volle Leistung. Wenn man den einschaltet, läuft er auf voller Leistung, no matter what. Man sieht auch hier, das ist schön gemacht. Also hier ist dieses Rohr wirklich flexibel. Das finde ich insofern toll, als dass diese ganzen Teile, Kupplungen nicht über die Maßen strapaziert werden, weil sich eben das alles bewegen kann. Der Griff ist gut zu umfassen und natürlich kann man das Rohr auch verlängern. Das ist ein zweiter kleiner Mangel, man muss mich hier unten drücken, sprich ich muss jedes Mal mich runterbücken, muss hier drücken und dann kann ich das ausziehen, das Rohr. Das fände ich besser, wenn das hier oben wäre, am Griff, und einfach hier eine Taste drücken und dann das Rohr ausziehen. Das wäre etwas besser, in der Praxis jetzt kein Dealbreaker, aber da könnte man noch ein bisschen nachbessern. Das konnte nämlich der DC5, da von vor 20 Jahren, glaube ich, 20, heute bin ich dann doch, ich bin ja nur 29. Jedenfalls, der konnte das noch. Wenn man jetzt das Saugrohr weggibt, dann kann man den entriegeln. Da ist hier eine rote Taste. Das ist mal hier runter. Wenn ich das drehen kann. Und zwar, hier ist eine rote Taste. Alles, was man bedienen kann, sticht irgendwie hervor. Sprich, man drückt hier. Damit ist der Behälter entleert, also entriegelt. Und dann kann man den jetzt so tragen. Der hat hier einen Griff. Das ist ganz toll gemacht. Da ist eben diese Taste, die ich gerade gedrückt habe. Und zum Entleeren. Da ist jetzt Schmutz drin, sieht man hier gut, Katzenhaare von der Redaktionskatze, schiebt man das im Prinzip hier runter, und ihr seht schon, es passiert nichts, es geht noch nicht auf. Und damit wird jetzt quasi dieser ganze Teil hier im Mistkübel stecken, im Abfalleimer, dieser ganze Teil, hier kommt dann der grob Schmutz raus aus diesem Loch hier, wird dieser ganze Teil hier quasi im Abfalleimer stecken. Wenn ich dann weiter runter drücke, dann geht unten die Klappe auf und der Müll fällt raus. Das ist grundsätzlich eine tolle Sache. Und dann setze ich das einfach hier ein. Man sieht, hier wird die Luft angesaugt vom Motor. Also hier geht es durch und hier wieder raus durch das ganze Konzept. Schnappt wieder ein. Funktioniert also bestens. Den Schmutz gehen wir jetzt mal da runter. So.
wie gesagt, da kann jetzt der Staubsauger nichts dafür. Das ist rein meine Dummheit, weil ich das hier jetzt ohne eine Schüssel hier unten ist. Für meinen Parkettboden, da ist jetzt der Schmutz. Macht nichts, dazu haben wir den Staubsauger. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen. Das ist alles wartungsfrei. Man kann es natürlich auswischen, nicht waschen. Das soll nicht nass werden. Was auch noch so ein kleiner Mangel ist, und das findet ihr auch in der Review, das sind diese Tasten zum Ein- und Ausschalten und um das Kabel einzuholen. Das funktioniert übrigens toll, ist ein langes Kabel, ich glaube 6,5-7 Meter ist das Kabel und man kommt wirklich weit damit. Diese Tasten sind sehr, sehr klein. Ich traue mich das eigentlich nicht, diese Tasten mit dem Fuß zu bedienen, denn irgendwie, das sind so kleine Hebel, das finde ich irgendwie doof. Also die hätten da richtig große Tasten anbringen können, die man auch mit dem beherzten Tritt bedienen kann. Warum das dann hier so filigran ist, schaut natürlich gut aus, aber hätte man eventuell auch etwas massiver ausführen können. Ansonsten kann man hier alles zerlegen und alles auseinandernehmen. Man kann hier eine Taste drücken, man kann das alles hier ausklinken. Sprich, man kommt überall rein und ran. Es ist auch das alles aus Plastik, aber ich habe da überhaupt keine Zweifel, dass dieser Staubsauger robust ist und lange durchhält. Also so viel mal zum Gerät an sich. Finde ich alles sehr gut gelöst, obwohl alles Kunststoff ist, wirkt robust und mittlerweile habe ich auch keine Zweifel, dass es sehr lange halten wird. Etwas schöner und wertiger wäre vielleicht ein Chromrohr, aber das ist Geschmackssache. Ansonsten, wir sehen uns jetzt dann gleich noch eine Demonstration vom Saugen an. Schließlich habe ich schon mal eine Menge Schmutz hier am Boden. Was wollte ich noch sagen? Grundsätzlich, er ist relativ laut, das ist allen Dyson-Staubsaugern gemein. Er hat Energieeffizienz E, das ist jetzt nicht unbedingt großartig, sag ich mal. Vermutlich auch deswegen, weil er eben nur eine Saugkraft kennt. Es gibt immer nur Maximalleistung bei Dyson. Dafür saugt er aber auch richtig gut. Und ganz ehrlich, wer sich dieses Gerät kauft, wer sich einen Absolute kauft, wer die ganzen Turbinenbürsten und so weiter dazu nimmt, der will ja auch ein Gerät mit Power. Und der braucht keine Spezialstufe, um dann zum Beispiel irgendwie Gardinen abzusaugen oder sonst was. Also ich habe, glaube ich, auch noch nie eine andere Saugstufe als maximal auf meinen Staubsauger eingestellt. Aber bitte, auch das ist Geschmackssache. Wer also sehr feine Sachen hat und Sachen absaugen will, wo er das regeln können muss, der will vielleicht nicht zu Dyson greifen. Ich kann sagen, die Extraktion von Staub ist hervorragend. Katzenhaare, egal auf welchem Textil, werden hervorragend aufgenommen, egal auf welchem Teppich, das funktioniert alles einwandfrei. Er ist etwas schwer, das heißt, wenn man dann eben über drei Stockwerke den Staubsauger schleppt und dann irgendwie hier alle Stufen absaugen will, dazu empfehle ich übrigens diese Düse hier, diese schmale mit der Bürste vorne, da finde ich perfekt, um Stiegen zu saugen. Dann im Prinzip geht das Gewicht schon ein bisschen in die Arme. Muss man natürlich aber auch nicht, man kann ihn ja abstellen. Ein Unterschied zu den ursprünglichen Modellen, DC5 zum Beispiel, der ist nicht mehr so gebaut, dass er auf der Treppenstufe einfach so stufenmäßig sitzt. Das kann das Modell nicht. Und was ich noch vorenthalten habe, ist diese Spezialdüse, die es auch nur mit dem Absolute mitgibt. Das ist eine flexible Fugendüse. Da kann man hier eine Taste drücken, dann kann man die ausziehen. Und die kann man biegen. Also knicken nicht, aber sie ist flexibel. Also knicken tut sie schon, wenn man es übertreibt, aber man kommt hier richtig gut in die Fugen rein und hat dann hier so eine Mikrofaserdüse, die kann man natürlich auch jetzt abnehmen und könnte die theoretisch noch gegen so eine ganz, ganz kleine Düse hier tauschen. Dann kann man auch noch irgendwo ganz feine Sachen in der Ecke, die Spinnweben absaugen, also immer. Ja, vielleicht keine schlechte Idee, ist aber nicht der Sinn und Zweck dieser Review. Ich benutze es so, man kann ihm dann Bücher abstauben, oben in Bücherregal rein und solche Sachen. Eine feine Sache wäre für mich jetzt aber wirklich auch nicht unbedingt die Kaufentscheidung gewesen, diese Düse zu haben. Aber grundsätzlich einfach finde ich es auch schön, dass die ein Modell haben, das eben wirklich alle Zubehörteile liefert, denn die sind im Grunde richtig teuer. Also bei Dyson für Zubehörteile gibt man eine Menge Geld aus. Was abschließend, bevor ich euch das Ding in Aktion zeige, noch zu sagen ist, der Big Ball Absolute richtet sich automatisch auf. Bei den Vorgängermodellen, bei den Ball-Modellen, also nicht die Bürstensauger, sondern eben diese Art der Staubsauger, wie man hinter sich herzieht, die Bodenstaubsauger, hatte man öfter das Problem, wenn der gekippt ist, dann war der gekippt. Er lag dann so am Boden und wollte nicht mehr weiter.
Der hat den Schwerpunkt aber so gelegt, dass er sich wieder aufrichtet. Sprich, wenn der irgendwo hängen bleibt, am Türstock, an einem Tischbein und umkippt, zack, steht der wie ein Stehaufmännchen wieder. Finde ich toll, finde ich eine super Idee. Und ich finde, es schaut dadurch auch wesentlich besser aus. Das ist nicht so ein Staubsauger-Sportwagen. Ja, ich würde sagen, ich sauge jetzt mal diesen Haufen Schmutz hier ein. Das sind Blätter, Katzenhaare, ausgebuddeltes Katzenstreu, also unbenutztes. Alles klar. Schaut euch an, wie der so saugt, dann habt ihr auch gleich so ein kleines Beispiel, wie die Geräuschkulisse ist. Und dann denke ich, ist die Review auch schon lange genug. Wie viel? 15 Minuten mit Intro, Outro sind wir dann bei 16 oder 17, 18 Minuten. Da habt ihr schon ordentlich Sitzfleisch bewiesen. Ja, wenn ihr das durchgestanden habt. In diesem Sinne viel Spaß mit der Demonstration. Das war also jetzt die Demonstration vom Dyson Kinetic Big Bow Absolute Modell, also dem größten Modell, das Dyson derzeit anbietet, für circa etwas über 500 Euro bei Amazon. Könnt ihr euch mal anschauen. Bei Dyson kostet noch ein Stückchen mehr. Wer viel Zubehör braucht und wo Reinigen eine Leidenschaft ist, ich nehme es jetzt nicht doch mal auf, mir fällt nichts Besseres ein. Aber jedenfalls, man muss das ja natürlich machen und egal, ob man sich der Reinigungsfachkraft ein Geschenk oder eine etwas erleichterte Reinigung antun will oder sich selbst die Reinigung erleichtern will, kann ich empfehlen, ist eine ganze Stange Geld. Andere Geräte saugen auch ganz gut, aber der ist wartungsfrei, hat eine Wahnsinnssaugkraft, ist im täglichen Umgang toll und hat vor allem keine Folgekosten. Sprich, in den nächsten 15 Jahren, die ihr dieses Gerät habt, gibt es keine Filter zu waschen, keine Filter zu tauschen, keine Filter zu kaufen in irgendeiner Form. Also das finde ich ganz gut. Er richtet sich auf, er ist robust, er saugt gut, etwas laut, etwas höherer Stromverbrauch, wenn man das umrechnet, sind nur ein paar Euro. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr die Review gut bewertet, mit Daumen hoch, weiterempfehlen, teilen, von mir zu eurem Blog einbinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Blog erwähnt. Und natürlich den MacManiacs YouTube-Channel abonnieren. Würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Review und bis bald. Ciao, ciao.